eigentlich hätte das heute vielleicht besser so klingen müssen. Oder was verbindet ihr mit Innehalten? Zum Innehalten und zur Selbstbesinnung habe ich nämlich heute eine Übung dabei. Und warum? Die Welt um uns herum ist scheinbar alternativlos und sie ist krisenanfällig. Das ist eine zentrale Herausforderung, aus den gewohnten Denk- und Verhaltensmustern auszusteigen. Im gehetzten Alltag gelingt das eher schlecht, dazu braucht es ein Innehalten. Am KIT erprobt das House of Competence deshalb mit Studierenden seit einigen Semestern Übungen wie die heutige im Studienalltag und macht sehr gute Erfahrungen damit. Also lade ich euch ein und wir nehmen uns 3 Minuten Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Sitzen Sie bequem? Vielleicht möchten Sie sich noch anders hinsetzen, sodass Ihre Füße guten Kontakt zum Boden haben und dass die Sitzfläche des Stuhls Sie gut stützt? Dann starten wir jetzt und ich lade Sie ein, die Augen zu schließen, wenn Sie sich wohl dabei fühlen. Machen Sie im ersten Schritt dieser Übung einen Stopp. Wie bin ich hier? Wie geht es mir jetzt? Welche Körperempfindungen spüren Sie? Können Sie etwas hören oder auf Ihrer Haut spüren? Empfinden Sie vielleicht Anspannung, Entspannung, Wärme, Kälte, Unruhe oder Ruhe? Und wo genau im Körper können Sie das spüren? Welche Gefühle gehen mit den körperlichen Empfindungen einher? Gelassenheit? Oder vielleicht Unsicherheit, Ungeduld, Neugier, Ängstlichkeit oder Freude oder etwas anderes. Und welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? Nehmen Sie die 3 Ebenen der Körperempfindungen, der Gefühle und der Gedanken bewusst wahr. Ohne diese zu bewerten, schauen Sie einfach, was da ist und nehmen Sie es in einer freundlichen und akzeptierenden Haltung wahr. Im 2. Schritt lenken Sie Ihre Wahrnehmung nun auf den Atem. Folgen Sie dem Ein- und dem Ausatmen. Spüren Sie, wie der Atem ganz von alleine kommt und geht. Ihr Atem ist immer da, solange Sie leben. Nehmen Sie den Atem als einen Anker, um im gegenwärtigen Moment zu sein und Ihre Gefühle und Gedanken loszulassen. Es gibt nichts anderes zu tun, als Ihrem Atem zu folgen. Und im 3. Schritt dehnen Sie Ihre Wahrnehmung auf den ganzen Körper aus. Ihren Körper, der da sitzt und atmet. Spüren Sie in Ihren Körper hinein. Vom Schädeldach bis zu den Fingerspitzen und bis zu den Fußsohlen. Es gibt dabei nichts zu tun, zu machen oder zu erreichen. Einfach da sein. Hier und jetzt. Dann kommen Sie langsam zurück und beenden Sie die Übung. Öffnen Sie Ihre Augen
und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam wieder nach außen. Und hat diese Übung Ihnen geholfen, den Kopf mal frei zu bekommen und den Blick auf das Wesentliche zu richten? Vielleicht haben Sie ja sogar Lust, sie in Ihren Alltag einzubauen. Das war's für heute mit 5 Minuten fürs Klima.